Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meiner Road to Glory. Heute nächste Folge und ja, heute geht's weiter mit der Jagd nach einer Foot Birthday Icon. Ich habe wieder jede Menge erspielt, jede Menge Packs gezogen und eigentlich alles das gemacht, damit ich endlich mal meine gewünschte Icon kriege. Den Foot Fantasy-Vam Hero Pick haben wir auch noch gemacht zur Krönung. Da kam auch der große Kracher raus. Aber apropos Kracher, es gab auch noch eine gute SBC gestern mit Rabiot 86er Team, muss man dafür abgeben, und 83er Team, aber das können wir ja mal festhalten. Also Rabiot und Pedro sind auf jeden Fall gleich teuer, so ungefähr. Ich würde auf jeden Fall Rabiot mitnehmen. Ich denke, dass der echt gut sein wird in-game. Zum Verlinken ja sowieso zu Alexandro, zu, keine Ahnung, weiß nicht, Pogba, zu Di Maria, zu wem auch immer. Da gibt es echt ordentlich gute Karten und er erinnert mich von den Werten so ein bisschen an Futurestar Tyram, der rauskam, falls ihr den nicht gemacht habt. Den fand ich beispielsweise einer der besten SBCs die letzten Monate. Ich finde den wahnsinnig gut in-game. Wenn der ähnlich gut ist, der jetzt sogar noch mit 5 Sternen Weakfoot, dann aber hallo. Also ich glaube, jeder, der selber Tyram gespielt hat oder ihn selber spielt oder häufig, man spielt ja auch häufig mal gegen ihn, der frisst alles auf. Und ich glaube, dass Rabiot ähnlich gut sein könnte. Finde ich ganz cool. Pedro, glaube ich, wird irgendwie ein bisschen quatschig sein. Das hat mir so mein Gefühl. Ich probiere trotzdem natürlich das 86er-Team und so weiter irgendwie hinzukriegen. Hier bei Pedro auch das 86er-Team. Es ist aktuell schwierig, finde ich, so viel SBC-Futter im High-Rated-Bereich zu bekommen. Kanté muss ich ja auch noch weiter fertig machen. Aber in ein paar Tagen kann ich auch das Thema 85 plus ziehen und so weiter und so fort. Wundert euch auf jeden Fall nicht, wo die ganzen Packs herkommen. Ich habe den Foot Birthday Cup gespielt. Ich habe alle 20 Draft-Games gewonnen. Und habe natürlich die ganzen Tagesanmeldungen gemacht, teilweise hier noch ein paar Liga-SBCs und so weiter und so fort. Es ist ein bunter Mix, lehnt euch zurück, genießt das und wie gesagt, am Ende kommt dann auch noch mein Foot Fantasy Pick, danach sehen wir uns nochmal wieder. Bis gleich. 3x84er, gönn. Keine Icon, ja, vielleicht ein Walkout. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Oh, das ist genau das, was ich brauche hier, eSports. Genau das brauche ich hier am heutigen Tage. Oh ja, das ist genau das, was ich hier sehen will. 90er Neuer. Ich habe alle 10 Games gewonnen aus 10 Spielen. War super vom Foot Birthday Cup. Hat Spaß gemacht tatsächlich. Bis auf, dass die Leute immer direkt Pause gedrückt haben zum Auswechseln. Damit die ihre super Karten einwechseln können auf der Bank wegen der Team Restriction, weil das für die Bank nicht zählt. Nicht schlau gemacht von EA. Hat mich auch ziemlich genervt, aber ich habe dann immer Pelé und R9 auch gebracht und die. Mit denen spielt sich's ja von alleine, wenn man ansonsten mit, keine Ahnung, Foot Birthday José Lu vorne rumläuft. Wir haben ein garantiertes Foot Birthday Pack schon mal. Da können wir endlich wieder einen Koke rausziehen, den wir letzte Woche immer gezogen haben, der ja diese Woche nicht drin ist. Das ist komplett gespielt. Und einen 5x85 Plus Pack, das sehr hilfreich ist für Gattuso, weil wir brauchen Fodder. Und ich würde jetzt einfach mal absteigend ausnahmsweise gehen, weil hoffentlich so wenig Doppelte erstmal wie möglich, weil hier ziehe ich eh wieder einen doppelten 418, weiß dann wieder nicht wohin. Ich brauche erstmal High-Rated Fodder. Also, erstmal Foot Birthday Spieler Pack. Gucken wir mal, was wir kriegen. Onana, gute Bewertung. 88er Onana, haue ich glaube ich in SBC rein. Zumindest nicht 86er. Kostet halt 30k. Können wir fix machen, ist okay. Bin ich schon happy, dass es zumindest ein 88er geworden ist. So, hier kann jetzt eine Icon drin sein. Auf geht's. 585 plus. Krisch. Lukaku. Au, oh, auch gute Bewertung. 88er. Rom. Passt. Und Kroos. Fabinho. Alba. Ja, 387 plus. Geht schlechter. Und keiner doppelt. Inform auch noch mit dabei. Jordi Alba noch mit dabei. Da sage ich nicht nein zu. Dann 2x84 plus. Icons werden wir wohl nicht mehr hinkriegen irgendwie diese Woche auf dem Account. Mal wieder ein Sergio Ramos. Den habe ich doppelt. Dann, ja, deswegen haben wir die anderen Packs zuerst geöffnet. So, 50k Pack tauschbar. Jetzt Shepard's. Foot Birthday tauschbar. Ja, Simon Kier, aber. Du, ganz ehrlich, das ist ein 87er, das ist überragend. Da sage ich nicht nein zu. Machen wir mal eben die Squadra Azura fertig. Ein seltener gemischtes Spielerpack. Ein paar Rote sind da noch reingeschallert, aber wollen wir nicht drüber reden. Wir haben heute mal easy aus dem Verein Gennaro Gattuso. Ja, Foot Birthday abgeschlossen, 5 Sterne Skills. Weiß nicht, was ich davon halten soll, dass er 5 Sterne Skills hat. Ich als
Skiller. Noch endlich die Footbirthday-Animation. So viele Packs geöffnet. Ne? Und nur bei Rivaldo und bei Gattuso haben wir es gesehen. Ja. Trotzdem, italienische Icon für mich persönlich sehr wichtig. Und von daher, Medium High Workrate kann noch ZM, das ist gut. Passen wird, glaube ich, ein Problem sein. Ansonsten Pace hoffe ich, dass der schnell genug ist. Dann könnte das ein guter Abräumer werden. Komm, Footdraft 100k Pack, muss gönnen. Ja, 88er Marc-André. Sehr schön. Was haben wir sonst noch? Keine Icon. Aber ein 88er und ein 84er. Das nehme ich mit. 10 Draft Games gewonnen. Gönn eine Icon. Mal wieder in Form, wie immer. England. Chilwell 85. Nicht gut. Keine gute Bewertung bisher. Aber Donnarumma Rüdiger. Na, immerhin. Und kein 84er. Immerhin. Rein ins 584 plus. Bitte. Goldkarte. Brasilien. Torwart. Gut, gut, gut. 89er Alisson. Sehr guter Anfang. Da ist die Icon. Heute kommt sie. Aber okay. 89er ist in Ordnung. Tägliches Anmelde-Upgrade. 5x84 plus. Das zweite heute. Im ersten kam Alisson. Im zweiten kommt die Icon. Mit Ansage. Das ist komplett geskriptet. Bitte. Oh, sogar nur Thiago Silva. Oh oh. Oh oh. Icon! Fünfmal 85 plus Upgrade. Ich haue 40k tauschbare Coins rein. Das mache ich sonst nie. Vielleicht klappt es ja so. Und damit hoffe ich, kriege ich dann zumindest genug Fodder, um das 86er-Team von dem Hero-Pick dann fertig zu machen. Also, irgendwas high-rated. Irgendein Footbirthday oder natürlich... Ich brauche euch nicht sagen, was ich ziehen will. Auf geht's. In Form. Wir kriegen Sangare zurück. Zur Erinnerung, wir haben noch einen 88er und einen 87er noch zusätzlich abgegeben. Okay, wir gehen mit plus minus 0 ungefähr aus der Angelegenheit raus. Ja, weiß ich nicht. Wir haben drei 87er zumindest, ne? Schale Schokolade, ja, so würde ich es auch sagen. So, 86er-Team fertig. Rein in den Bruch. Ich habe eine riesengroße Krawatte. Wenn ich schon wieder den ganzen Tag alle möglichen Packs erspielt, eröffnet habe und nichts war drin. Ihr habt es ja gesehen. Irgendein Fantasy. Dirk Kuyt. Bitte. Wir machen es auf. Dirk, gib mir ein Foot-Fantasy. Sonst bin ich schon im Bruch. Ja, interessiert mich jetzt alle. Also außer es ist Lucio. Vielleicht noch Touré, natürlich. Der Rest. Schwierig. Das ist Campos, natürlich. Kein Lucio. Ist das Marquisio? Ja, ja! Okay, das ist nicht so schlecht. Ich wollte aber ein Fantasy haben, aber den nehme ich jetzt dann natürlich auch mit. Oh Mann. Das ist, aber die geben mir auch immer die Karten, die ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Aber es ist halt ultra krass, aber ich brauche ihn halt eigentlich nicht. Ich wäre bei dem Kreuz so viel mehr happy gewesen. Aber ja, ich darf mich jetzt wieder nicht beschweren, das weiß ich, sonst regt ihr euch wieder auf, weiß ich ja. Aber ich spiele halt solche Karten einfach so weniger. Das wisst ihr ja. Naja, nehmen wir den mal mit. Herzlich willkommen, Jaja. Ich bleib trotzdem dabei. Ich hätte, glaube ich, andere Karten mehr gespielt.
auch wenn sie jetzt alle wieder aufregen werden und sagen, oh, ich würde alles geben für Yaya Touré. Ja, ist ja okay. Ihr kennt das ja. Es ist komplett geskriptet. Ja. Er ist natürlich trotzdem sehr gut. Lucio wäre trotzdem viel hilfreicher gewesen. Zum kreativen Team spawnen. Prime Heroes habe ich halt genug. Also, auch einen Tag danach bin ich nicht so hyped auf Yaya, wie wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Hat es ja schon kurz angerissen. Ich zocke halt lieber so ein paar kreativere Teams, das wisst ihr. So wie das hier zum Beispiel, das wollte ich euch noch ganz kurz zeigen. Ich habe nämlich hier den Burkina Faso Link mitgenommen zwischen dem neuen UEFA Europa League Man of the Match Tapsoba und natürlich den Silberstar-Kollegen Caboret. Das war sehr cool. Bin dann hier über die Elfenbeinküste in die Eredivisie gegangen. Eine coole Nummer, wie ich finde. Luke de Jong habe ich nochmal gespielt. Da hätte ich aber auch World Cup Papon spielen können oder zum Beispiel Coit oder so. Und natürlich Gattuso. Ein, zwei Worte. Deswegen zeige ich euch, das Team wollte ich noch zu dem verlieren. Ich würde den, glaube ich, also wenn ihr nicht unbedingt Icons sammelt, dann würde ich die Finger davon persönlich lassen. Der wird, also ich habe nur 4 Spiele gespielt. Das ist natürlich aktuell wenig. Aber wenn ich mir das anschaue, so ein, weiß nicht, Rabiot ist halt ja auch da. Ich würde safe den abschließen. Vor allem, weil Rabiot, glaube ich, man kann argumentieren, sogar besser zu verlinken ist als ein Gattuso, weil der natürlich mehr Links dann gibt und Frankreich besser ist und Juve besser ist als Icon in dem Sinne. Also, ja, bin ich kein großer Fan von, im Gegenteil zu Alan Shearer. Das hatte ich auch schon kurz angerissen in der letzten, vorletzten Folge. Den finde ich wirklich super. Mit dem spiele ich sehr gern. Habe den Foot Birthday Cup, wie gesagt, auch damit gespielt. Neben Pelé und R9 hatte ich ja ganz kurz gesagt, die Leihkarten und Shearer war wirklich richtig stark vor dem Tor. Da freue ich mich jetzt schon wieder weiter zu spielen mit dem. Ich werde mir jetzt wieder ein cooles, gemixtes Team bauen. Wahrscheinlich vielleicht dann auch nochmal Yaya reinhauen und mal gucken. Also Gattuso eher so Semi-Empfehlung. Shearer bleibt weiterhin meine Empfehlung. Falls ihr noch genügend Token habt, könnt ihr da wirklich nochmal überlegen, den zu machen. Und dann hoffe ich, dass euch diese heutige Folge gefallen hat. Packluck war so gesehen am Start. Auch wenn es das falsche Packluck war. Ich glaube, so bringt es es für mich persönlich perfekt auf den Punkt. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch eine Icon ziehen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.